Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Wir sind zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von Jörg Schönbohm. Er gehörte zu unserer Domgemeinde. Wir erinnern uns daran, was er uns gewesen ist. Wir denken an ihn mit Trauer, aber auch mit großer Dankbarkeit für sein Leben. Sie, liebe Angehörige, haben ihn geliebt und viele Menschen haben ihn geachtet. Wir geben ihn in Gottes Hand zurück. Wir wollen uns der Hoffnung vergewissern, die uns Gottes Wort schenken kann. Nicht der Tod steht am Ende, sondern das Leben in Ewigkeit. Denn nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes,
in Christus ist, unserem Herrn. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, Aufhören zu Herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, Zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Lasst uns rufen zu Gott, der Leben und Tod in seinen Händen hält und uns das ewige Leben verheißen hat. Wir bitten für unseren Bruder in Christus, Jörg Schönbuhn, der von uns gegangen ist, dass er in Gottes Hand geborgen ist und ihm das Licht der Auferstehung leuchte. Lasst uns rufen zu Gott, Herr, erbarme dich. Wir bitten für alle, die um ihn trauern, denen der Verlust schwer auf der Seele liegt, dass sie getröstet werden in ihrem Kummer und aus dem Evangelium Hoffnung und Lebensmut schöpfen. Lasst uns rufen zu Gott. Herr, erbarme dich. Wir bitten für diese von Unruhe und Zerstörung gezeigt.
dass der Macht von Krieg und Gewalt Einhalt geboten wird, dass Versöhnung möglich ist und Frieden werden kann. Lasst uns rufen zu Gott: Herr, erbarme dich. Wir vertrauen Gottes Gnade an, wen er als Nächsten aus unserer Mitte zu sich ruft. Wir bitten, dass wir alle bereit sind für unsere letzte Stunde und unsere Zuversicht darauf setzen, dass Gott unser Leben vollenden wird. Mit den Worten Jesu bitten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich,
Liebe Frau Schönbohm, liebe Familie Schönbohm, verehrte Trauerversammlung, wir nehmen Abschied von Jörg Schönbohm. Mit ihm verliert unser Land einen Staatsdiener von preußischer Statur. Nächstes Jahr 30 Jahre Armee der Einheit, dann wird Jörg Schönbohm